Mein Name ist Mimi Fiedler, ich bin am Set von den... Ich bin die Einzige, die lange Ärmel anhat unter unseren... Ines, sag mal deine. Kurze Ärmel. Und da die Mimi tätowiert ist wie ein... Das stimmt. Wie ein Bauarbeiter, haben sie mir lange Ärmel angezogen. So, und jetzt lasse ich die Hosen drunter an, da müsst ihr leider für raus. Und wir zeigen euch einfach mal ein paar Räume. Man lernt erstaunlich viel über diese ganzen medizinischen Fachgriffe und Begriffe. Wir sind Profis geworden. Und wir haben eigentlich hier für jede Lebenssituation alle Gerätschaften. Mhm. Soll ich dich jetzt entwachsen? Mhm. Enthaaren mit hier so... So, okay. Nicht den Ziegenbart, den Darmbart. Den. Dieses stillgelegte Krankenhaus hat auch Geister. Einen Geist und wir wissen auch, wie der Geist heißt. Und wenn wir den rufen, kommt er meistens. Anke? Hallo! Da! Das ist die Anke, das ist unser guter Geist hier in Hackathon. Das sind die beiden besten die Schwestern. Anke ist nämlich dafür zuständig, dass wir hier auch keine medizinischen Fehler machen. Genau. Und nicht auf die Idee kommen, mit dem Stethoskop eine Spritze zu setzen. Das ist unsere medizinische Fachbeauftragte, die kennt sich so aus, weil sie das wirklich gelernt hat. Also unser absoluter Profi. Das müssen wir auch noch sagen. Ich heiße nämlich jetzt Ines Quermann. Ich habe im April geheiratet meinen langjährigen Lebensgefährten Rainer. Wir sind seit 10 Jahren zusammen. Deswegen der Namenswechsel. Man kennt mich eigentlich unter Ines Kurenbach. Aber jetzt ist die Vergangenheit. Mit den Nachtschwestern beginnt eine neue Ära. Es ist ein großes Krankenhaus mit vielen Zimmern. Und wir haben viele tolle Fälle gehabt. Wir haben, glaube ich, in jeder Folge was mindestens einen spannenden Fall. Ja. Das wirklich Spannende ist aber die Beziehung zwischen diesen beiden Schwestern, Ella und Nora, die ja beste Freundinnen waren. Übrigens sind wir im echten Leben beste Freundinnen geworden. Mhm. Wir haben uns hier gefunden. Und ich bin gespannt, ob es Team Nora und Team Ella gibt. Okay, schaltet ein bei den Nachtschwestern bei RTL mit Mimi Fiedler und mir, Ines Quermann. Wir freuen uns auf euch. Zur besten Sendezeit.